Norman, wir blicken auf ja fast 6,5 Wochen Vorbereitung zurück. Intensive Zeit, arbeitsreiche Zeit. Jetzt geht es am Sonntag gegen Arminia Bielefeld. Endlich los, kann man sagen. Du selbst bist jetzt mit Sebastian Griesbeck zum Vizekapitän ernannt worden. Blicken wir vielleicht mal so ein bisschen nochmal zurück auf die Vorbereitung. Wie hast du das gesehen und vor allem, welche Ziele sind für dich da hervorgegangen jetzt für die neue Saison, die am Sonntag losgeht? Ja, es war natürlich eine, wie es Vorbereitung immer so ist, war natürlich eine anstrengende und sehr harte Vorbereitung. Ich glaube, gerade der Anfang, die ersten 1,5 bis 2 Wochen war Grundlagenausdauer angesagt. Das war dann schon sehr, sehr hart, auch mit dem Trainingslager. Und dann waren wir ja, glaube ich, 10 Tage wieder hier mit den Spielen. Das war dann auch nochmal ja, sehr schweißtreibend, sehr anstrengend. Und dann ging es ja ins Trainingslager, was auch hart war, aber eher im spielerischen, taktischen Bereich. Und ja, da haben wir eine gute Vorbereitung bis jetzt gemacht. Wir haben oft zu Null gespielt. Ich glaube, die letzten 4 Spiele, darauf lag auch der Fokus. Glaube ich, wenn man das sieht, in letzter Saison mit 56 Gegentoren haben wir die meisten Gegentore bekommen. Und da klar liegt der Fokus in der Vorbereitung, dass wir erstmal da hinten öfters zu Null spielen. Das wird nicht immer klappen, glaube ich. Aber dass es halt öfters ist oder war, ja, ist als in der letzten Saison. Und ja, darauf lag der Fokus. Gehen wir vielleicht kurz auf deine spezielle Rolle nochmal ein. Wie gesagt, jetzt Vizekapitän gemeinsam mit Sebastian Griesbeck. Du gehörst auch ohnehin zu den älteren, erfahrenen Spielern im Kader. Jetzt sind auch einige junge, neue dazugekommen im Sommer. Wie würdest du so deine Aufgabe definieren, auch auf dem Platz zum einen, aber auch neben dem Platz? Ja, also das ändert sich jetzt nicht groß. Also klar ist es, ehrt es mich, dass ich jetzt Vizekapitän mit dem Grieze zusammen bin. Aber dadurch ist jetzt nichts anderes. Ich bin dadurch kein anderer teuer geworden, der jetzt auf dem Platz oder neben dem Platz irgendwas macht. Sondern ich versuche den Jungs zu helfen. Wenn die Ratschläge brauchen oder Tipps brauchen von mir, ja, gebe ich ihnen die. Wenn sie es nicht haben wollen, dann ist es halt so. Aber ich versuche natürlich den Jungs oder auch der Mannschaft, so wie in den letzten Jahren auch war, weiterhin zu helfen. Ja, dann geht es in 4 Tagen auch los. Endlich wieder hier bei uns in der Voith Arena am Sonntag, 5. August gegen Arminia Bielefeld. Blicken wir da mal voraus, vor allem darauf, was ihr euch da vorgenommen habt. Wir wollen wahrscheinlich alle mit dem Heimsieg starten. Das wird unser großes Ziel sein. Wie habt ihr darauf jetzt oder euch darauf vorbereitet und worauf kommt es jetzt wirklich an, um das Ziel, das erste Ziel sozusagen gegen Bielefeld zu erreichen? Ja gut, es ist natürlich erstmal schwer, trotzdem in die neue Saison zu starten, weil keiner weiß so richtig, wo er steht. Die Freundschaftsspiele oder Testspiele sind halt Testspiele, ist halt was anderes, als ja trotzdem dann am Sonntag vor 12.000, 13.000 Zuschauern zu spielen. Das ist dann trotzdem nochmal was anderes. Da ist eine andere, ja, Anspannung da, anderer Fokus da. Und klar wollen wir das gewinnen, das Spiel. Das ist natürlich klar, aber das möchte jeder. Und ja, am liebsten, wenn wir es dann gewinnen, dass wir auch zu Null gewinnen. Das hoffen wir auch und danke dir.